Heute hat hier im Vorarlberger Tierschutzheim eine Charity-Auktion stattgefunden. 12 Vorarlberger Künstler haben ein Bild zur Verfügung gestellt, das versteigert wurde. Für das leibliche Wohl wurde mit einem Buffet gesorgt, es wurde für Live-Musik gesorgt, sogar ein eigenes Lied dafür komponiert. Es gibt Bier, einen Wein verköstigt. Jung Karin, wie hast du das alles bewerkstelligt? Also, ich muss dazu sagen, das Lob gehört nur zum Teil mir. Also, das ganz dicke Lob gehört eigentlich Margit Hinterholzer. Margit ist auf die Idee gekommen via Facebook, muss ich sagen. Da habe ich immer so gepostet und gefragt, kennt jemand einen Künstler, möchte einen Künstler gerne bei uns ausstellen oder so im Tierheim. Und auf einmal ist von der Margit die Idee gekommen und hat gesagt, Karin, was haltest du davon, die Benefizauktion zu machen? Und ich, juhu, machen wir. Und so ist es zustande gekommen. Wenn ich richtig mitgezählt habe, sind heute 9.630 zusammengekommen, also im Endeffekt 10.000 Euro. Was werdet ihr mit dem Geld anstellen? Wow, über das habe ich mir ehrlich gesagt gar keine Gedanken gemacht. Ich habe also nicht einmal in den kühnsten Träumen erwartet, dass es ein derartiger Erfolg wird. Wir werden mir in Ruhe zurücksetzen, wir werden es besprechen intern. Es sind doch sehr, sehr viele Sachen, die wir brauchen könnten. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, die Prioritäten zu setzen und sagen, was steht an erster Stelle. Dann, denke ich, können wir wirklich etwas Tolles auch für unsere Tiere machen. Die Gäste sind alle begeistert. Es haben auch noch Firmen was dazu gesponsert. Werdet ihr solche Dinge in Zukunft öfters veranstalten? Also ich hoffe, also im Innersten muss ich sagen, nach dem Erfolg vom heutigen Tag würden wir uns sehr freuen, wenn so etwas Ähnliches wieder stattfinden würde. Habe auch schon ganz leise im Hintergrund Leuten gehört, dass der ein oder andere Künstler auch schon gemeint hat, bei einer Neuauflage wären sie dabei. Ich muss sagen, wir machen immer wieder irgendwelche Arten von Veranstaltungen. Wir bringen zum Beispiel jetzt auch einen eigenen Kunstkalender heraus zum Weltschutztag am 4. Oktober. Denn ohne solche Aktivitäten könnte ein Tierheim oder unser Tierheim zumindest nicht überleben. Denn wir haben einen sehr, sehr großen Part, den wir selber finanzieren müssen und das ist oftmals sehr, sehr schwierig.